Und herzlich willkommen zurück zu JSTAR Victory vs. Plus. Ich habe jetzt offscreen keinen Schrein gefunden. Deswegen dachte ich mir, ich begebe mich schon mal Richtung Zielort. Wir müssen wieder in den Himmel. Und mal schauen, was uns jetzt noch alles so Schönes und Fleißiges da oben erwartet. So, wir müssen wieder zum finsteren Turnierstadion. Warte mal, wir können ja mal gucken. Nee, wir sehen nur den Stern. Ich hatte gehofft, dass wir eventuell dann auch die Nebenquests sehen. Das ist natürlich die Frage, haben wir keine mehr oder sind, zeigen wir uns die nicht an. Wir haben alle drei Schlüssel. Eiferschlüssel, Freundschaftsschlüssel und Triumphschlüssel. Mit denen können wir die dunklen Phantome besiegen, stimmt's? Ja, das sind die mündlichen Schlüssel. Mit ihnen könnt ihr die dunklen Phantome versiegeln. Ja, Otto, gib Yosuke und Gonji einen Schlüssel. Ich nehme den Triumphschlüssel und ich nehme den Eiferschlüssel. Und ich bekomme den Freundschaftsschlüssel. Hey, passt ganz genau zu unseren Charakteren. Jetzt muss nur noch das Schiff dieser Traumkompass erhalten. Der sollte euch direkt zu den dunklen Phantomen führen. Traumkompass. Juhu. Okay, jetzt. Hinter der Dunkelheit werdet ihr die dunklen Phantome finden. Geht jetzt mutig in die Dunkelheit. Das erklärt jetzt natürlich wahrscheinlich auch, warum wir nicht zu Skypea konnten. Wow. Das Schiff. Das Schiff sieht auch immer komisch aus. Ich wollte mich nicht regenerieren. Ich wollte hier ins Menü, weil mir ist eingefallen. Wir haben lange, lange keine Charaktere mehr gekauft. Hier haben wir immer noch alle. Wir können gerade gar keine mehr kaufen. Aber das ist jetzt aber suboptimal. So, dann gehen wir halt schnurstracks nicht in die Dunkelheit. Kontrollieren wir nochmal. Vielleicht kamen jetzt ein paar Quests dazu. Nein. Nein, nein. Dann teleportieren wir uns in die Dunkelheit. Mal schauen, was jetzt so abgeht. Endlich haben wir den Eingang erreicht. An diesem Ort läuft es wahrscheinlich mir wahrlich eiskalt den Rücken runter. Ach, tatsächlich? Also machst du die Sache nicht unangenehm, will ich sagen, die Geistwelt kenne ich bereits. Ich krieg totale Gänsehaut, warum eigentlich? Hey, Kula, hast du eine Erklärung? Möglicherweise spürst du die Anwesenheit der Fenster. Die Luft ist damit geschwängert. Es fühlt sich fast an wie Nen. Sind alle bereit? Ich habe das Warten satt. Zuschauer, dass die Zutaten nicht den Erwartungen entsprechen. Ja, ich setze mein Leben schon eine ganze Weile aufs Spiel. Sobald wir durch sind, darf Tokio auch ein Festmahl bereiten. Super, das kann ich kaum erwarten. Wir dürfen einfach nicht umkommen, wenn ein leckeres Gericht auf uns wartet. Also zählt nur der Sieg, Leute. Anscheinend spricht er wieder dein Magen aus dem Auto. Aber du hast recht, ein Festmahl zur Feier unserer Rückkehr. Da muss ich einige meiner ganzen besonderen Zutaten zum Einsatz bringen. Unglaublich, wie entspannt die Sache angehst. Da kommt mir mein eigener Ingrim ganz seltsam vor. Dennoch, es ist wohl unhöflich, wenn ich die Verantwortung an mich reiße. Ich sollte das dem stärkeren Team mit einbeziehen. Ja, habe ich jetzt verkehrt vorgelesen, Entschuldigung. Damit will ich sagen, dass ich mich genauso wie alle anderen auf das Festmahl freue, Toriko. Okay. Let's go. Ich weiß nicht, geht es dann hier immer noch weiter, wenn wir mit den anderen Leuten, weil wir kommen jetzt da, ach egal. Schauen wir an, was uns hier erwartet. Wir sind hier auf Namek. Was ist los? Warum bewegt sich das Schiff denn nicht? Als würde es von einer unsichtbaren Kraft festgehalten werden. Es bewegt sich kein 10 Meter vom Fleck. Es ist zwecklos. Da wurde eine Art Barriere platziert. Du hast recht. Und die Sache gefällt mir absolut nicht. Wir müssen doch irgendwas tun können. Vielleicht müssen wir einen Schlüssel benutzen. Die Frage ist nur, welchen Schlüssel und wo. Da kommt jetzt erstmal ein böser Schatten-Phantom-Typ wieder auf uns zu. Punkt. Das ist Yosuke. Dieser Schlüssel ist unter dem mehrmaligen Namen Eifer bekannt. Und jetzt her damit. Hey, passt das auf, her damit. Für wen hältst du dich eigentlich? Und was meinst du mit jämmerlich? Erlaubt mir euch, ignoranten Dummköpfen, dahingegen zu leuchten, was Eifer wirklich ist. Eifer ist eine Ausrede, den minderwertigen Wesen zu benutzen. Solche, die ihre natürlichen Schwäche zwar sehen, aber sie nicht akzeptieren. Sie sprechen von Eifer und behaupten in ihrer Verzweiflung, sie würden hart daran arbeiten, ihre Schwächen zu überwinden. Aber was nützt ihnen denn schon bloß harte Arbeit? Sie versuchen die dumpfer Verzweiflung doch nur nicht elendig runterzugehen, indem sie die Realität um sich herum ignorieren.
Im Schweiße macht sie blinde für ihre eigene Machtlosigkeit. Sie können vorgeben, ihre Bedeutungslosigkeit nicht zu merken. Man kann den Eiferschuss wohl in Händen halten, aber könnte man ihn etwas anderes nennen als jämmerlich? Ihr solltet euer Leben innerhalb eurer eigenen Grenze leben. Das Paradies erwartet den, der den Schlüssel einfach hier lässt. Außer dir ist hier nichts Jämmerliches. Jemand, der aussieht wie du, sollte lieber nicht so einen Schwachsinn erzählen. Du suchst doch nur eine Ausrede, um weglaufen zu können, weil du nicht an dich selbst glaubst. Tu also nicht so oberschlau. Wir sollten dir lieber Vernunft einprügeln. Durch ein hartes Leben kommt man doch immer am besten, harte Fäuste. Ja. Muss ich jetzt, nein, muss ich nicht. Dann können wir noch. Wir sind da jetzt so ziemlich alle durch. Bis auf Momotaro. Dann nehmen wir jetzt noch mal eine Runde Momotaro. Warum denn nicht? Gegen Yuzuko, ja. Arale, vielleicht kann ich die Frage beantworten. Was ist Arales Energiequelle? Das Glück der Welt, Rebo Vita A, Blutz, Wellen, Taiyaki. Das Glück der Welt war es nicht. So, Momoro, der war ja auch im Kampf gegen uns äußerst stark. Wenn wir uns daran erinnern. Da bin ich den genau in seine Falle gelaufen. Das ist ja schon wieder Trauma. Naruto, was hältst du von ein bisschen Unterstützung? Der macht hier ein bisschen viel Schaden. Okay, wir machen auch nicht wenig Schaden. Naruto, renn da aus dem Weg. Oh. Wie? Unter Wasser. Unter Wasser will ich nicht sein. Oh, das war ein guter Angriff. Der hat mich jetzt echt besiegt. Und Naruto hat ihn besiegt. Das ist ja schon da. Okay. So, jetzt haben wir den aber so ein bisschen in die Ecke gezwirbelt, würde ich sagen. Und jetzt, ja, du machst das schön. Nein. Jetzt, Naruto, du funkst mir dazwischen. Ich wollte doch nochmal meine Special-Attacke spammen. Und er kommt sogar auf mich zugerannt. Ist das ein Traum? Ist das eigentlich ein Bug des Spiels, dass die immer alle was sagen, aber da nichts bei rumkommt? Komm. Naruto? Jetzt ohne Scheiß. Weil Naruto einfach mal nichts gemacht hat. Er hat ja gerade irgendwie angegriffen, dass ich mich gar nicht mehr wehren konnte. Und Naruto hätte eigentlich nur einmal Bam machen müssen. Und schon wäre es das gewesen. Warum ihn meine zweite Limit-Attacke nicht gekillt hat, das verstehe ich zwar nicht ganz. Weil meines Erachtens war die direkt auf ihn. War die direkt auf ihn zugerichtet, aber. Aber diesmal wird die ganze Nummer hier etwas anders verlaufen. Jetzt hat er schon mal sein erstes Leben verloren. Da unten hat man einen riesen Dragon Ball gesehen. Ich muss ehrlich sagen, unter Wasser zu kämpfen finde ich wesentlich anstrengender, aber was sein muss, muss sein. Jetzt setzt der schon wieder seine Kraft ein. Ich kann schon wieder nicht meinen Special Move einsetzen.
Wenn er die Kraft wenigstens nutzen würde, das wäre ja dann noch was viel Schöneres. Aber er wartet ja letztendlich nur bis ich verprügelt werde. Komm, jetzt können wir das noch einmal machen und dann können wir das so kombinieren. Wahrscheinlich wird, hoffentlich wird Yusuke gerade getroffen und ich setze dieses. Nein, natürlich nicht. Der ist eiskalt nach Rotos Rasen Shuriken ausgewichen. Außerhin. So hätte Naruto mir auch echt beim letzten Mal helfen können. Na gut, so lange hat der Kampf zum Glück zum zweiten Mal nicht gedauert. Von daher ist das noch im optimalen Bereich. Aber ja. Ich glaube nicht, dass wir den Freundschaftslevel noch auf Maximum bekommen. So, jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall alle wieder XP. Kaum einer macht ein Level Up. Die hier werden alle ein Level Up machen. Na, die meisten zumindest. Ja, was ist denn das? Der Schlüssel fängt an zu leuchten. Okay. Ich glaube, das dunkle Phantom ist verschwunden. Haben wir gewonnen? Siegel wurde wiederhergestellt. Dank euch kann meine Stimme jetzt bis hierhin gehört werden. Das dunkle Phantom der Vernachlässigung hat sich zurückgezogen. Dieser Ort ist jetzt sicher. Ach, das Phantom ist einfach weggerannt. Zu schade. Ich wollte es zwingen, ein oder zwei Dinge von Kuwabara zu lernen. Dieser Blödmann weiß nicht, war man aufgeben sollte. Der hat immer nur ein Thema. Eifer, Eifer, Eifer. Egal. Aber wir haben anscheinend unsere erste große Herausforderung gemeistert. So, jetzt geht es weiter im nächsten Bereich. Ja, komm, die Welt machen wir noch, weil ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lang der Part schon ist. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Das Schiff bewegt sich nicht mehr, da ist doch noch etwas anderes. Ja, ganz normal, wie letztes Mal. Und das gefällt mir absolut nicht. Wieder ein dunkles Phantom. Es sieht aus wie Gon, wer hätte es erwartet. Und der Typ sieht ja aus wie ich. Gebt mir den unheilvollen Schlüssel mit Namen Freundschaft. Freundschaft bringt eurem Volk nicht als den Tod. Das Wort, da ist glaube ich ein Schreibfehler. Verzaubert und berauscht euch mit einer Schönheit. Es bringt euch nur den frühen Tod, aber ihr glorifiziert es. Es ist töricht, für andere zu kämpfen und zu sterben. Sie bleiben immer die anderen. Wer nie Teil euer selbst. Wenn ihr nicht für euch, sondern für das Gefühl hegt, werdet ihr eines Tages für diese anderen sterben. Gebt mir darum den Freundschaftssystem und flieht. Noch ist es Zeit. Tut es und ein Paradies erwartet euch. Hey, kann ich dich mal was fragen? Ist es dein Traum, in Zukunft ganz allein zu sein? Ich finde es sehr schön, mit Freunden zusammen zu sein. Ist es abwegig, wenn man etwas für sie tun will? Klar, wenn ich helfe, kann ich Schwierigkeiten haben, aber ich würde sie es nie bedauern, einem Freund geholfen zu haben. Und deshalb gebe ich dir den Schlüssel nicht. Wenn du ihn haben willst, musst du dir schon abnehmen. Der guckt viel zu freundlich, um ein dunkles Phantom zu sein. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Charaktere durch, die wir so noch nicht gesehen haben. Und jetzt kann... Nämlich Goku. Nein, doch nicht. Warum mache ich denn immer den zweiten Charakter? Ich möchte Goku. Goku ist toll, Goku ist stark, Goku gefällt mir. Gehst du zu Boden, fühlt sich die Siegesanzeige des Gegners um einen Punkt. Ach so, so meinen die das. So, dann schauen wir mal, was Gon zu bieten hat. Das ist ja noch ein Kamehameha, wenn du das so willst. So, und wir füllen mal unser Kamehameha, unser Ki auf. Dann sind wir ein Super Saiyajin. So, und mal gucken, wie dir die Kraft eines Super Saiyajins gefällt, dunkler Bösewicht von Phantom. Verdammt. Komm mal her. Verdammt, doch nicht so herkommen. Die Sekunde jetzt aber, der macht echt viel zu viel Schaden, der Typ. So, mein Freund. Oh, wir sind kein Saiyajin mehr.
Ja, kein Super Saiyajin sind wir wohl noch, aber kein Super Saiyajin mehr. So, ja, jetzt mit... Jetzt ist er ja schon fast tot und dann könnten wir theoretisch... Jetzt, ja, so ungefähr habe ich das geplant gehabt, dass ich mit dem Kamehameha ihn besiege. Jetzt warte, bis er wiederkommt. Da haben wir ihn schon. Er lädt seinen Angriff auf. Ich lade meinen Angriff auch auf. Mal gucken, wer mehr Freude daran hat. Der Naruto hat ihn glücklicherweise aus dem Weg geprügelt. Wow. Das ist doch jetzt unfair. Achso, vielleicht sollte ich ihn auch angesehen. Los, Naruto, komm schon. Das war super, Naruto. Hier muss man eindeutig besser mit seinen Partnern zusammenarbeiten. So, weil die Leute viel zu viel Schaden machen. Das war's dann auch mit den Zusammenarbeiten. Ich schätze mal, den Kampf dürfen wir auch noch ein zweites Mal machen. Wir haben ihn beide angegriffen und seine Abwehr nicht durchbrochen. Wem trifft er jetzt? Mir schwan übles. Oh, der hat Naruto dann mal so eben gewonnen hätte. Okay, den Kampf dürfen wir noch mal machen. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von JSTAR Victory vs. Plus mit dabei seid. Bis dahin.